Ja, liebe Pink Ribbon Freundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen. Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich daheim vor dem Computer oder am Fernsehen und seid dabei bei diesem ganz speziellen Streaming-Konzert. Ja, wer hat sich das im letzten März so vorgestellt, dass wir alle zusammen jetzt so ein spezielles Jahr erlebt haben, mit einem Haufen Downs und hoffentlich auch ein paar Ups. Das Covid-19-Jahr, wie es in die Geschichte wird eingehen, werden wir so alle nicht vergessen. Es waren einschneidende Erlebnisse, die wir alle hatten. Und auch gerade die Advents- und Weihnachtszeit, die wird eine spezielle sein. Weil ich glaube nicht, dass wir alle in den letzten Jahren mal so Weihnachten gefeiert haben. Umso wichtiger ist es, dass man zusammensteht, auch in schwierigen Zeiten, und das wollen wir machen. Vor allem wollen wir euch ein bisschen Freude in die gute Stube zaubern. Und der Adventszauber, der wird hier auf dieser Bühne stattfinden. Und zwar mit Botschafterinnen und Botschaftern von Pink Ribbon Schweiz, die sich seit vielen Jahren schon engagieren, ihr wisst, im Kampf gegen Brustkrebs und auch in der Aufklärung um die Krankheit, wo immer noch so viele Menschen dran sterben. Und es wird ein schöner Anlass werden, so viel kann ich versprechen, weil es wird weihnachtlich sein, es passt also in die Adventszeit und wir werden ein Konzert haben, das knapp 3/4 Stunde hier wird dauern. Und wenn ihr so hinter mir herumschaut, noch fehlt die Band und die Musikerinnen, aber was man wahrnimmt, ist der Saal, wo wir hier sind. Wir sind jetzt mitten in der Stadt Zürich im wunderschönen Widerhotel und dürfen da zu Gast sein. Und bevor wir zu den Musikerinnen und Musikern kommen, möchte ich auch den Gastgeber hier vom Hotel, den General Manager, kurz auf die Bühne holen. Herzlich willkommen und schön, dass wir dürfen bei ihm hier zu Gast sein, den Jörg Arnold. Jörg, komm doch zu mir. Schön, dass du da bist. So ganz ohne Applaus, gell Jörg? Es ist so, ich sage es euch daheim, die zuschauen, wir haben wirklich kein Publikum, es ist wirklich nur Technik da, mit Abstand und Masken, wie wir das auch machen. Ja Jörg, es war ein verrücktes Jahr, oder? Es war ein sehr skurriles Jahr, aber es hat doch auch schöne Highlights gegeben. Und einer der schönen Highlights war der wunderschöne Anlass im Dolder mit Pink Ribbon und hat uns riesen Freude gemacht, dort mitzumachen. Ihr habt dort schon ein bisschen gesehen, um was es geht natürlich mit eurem Engagement. Warum habt ihr gesagt, wir engagieren uns auch jetzt in der Adventszeit und machen es möglich, damit wir so ein schönes Konzert hier bei euch im Ballsaal dürfen lassen stattfinden? Es hat eigentlich zwei Aspekte. Der eine ist natürlich Pink Ribbon zu unterstützen, wo eine grossartige Sache ist. Aber das andere ist auch, zu sehen, dass die Künstler in dieser ganzen Zeit nie eine Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten haben, aufzutreten. Und das hat uns natürlich wirklich dazu bewegt, da mitzumachen und auch eine coole Auftrittsmöglichkeit zu geben. Das werden wir jetzt haben, wir machen die Bühne frei. Bist du ein Advents- und Weihnachtsmensch? Bist du einer, der auch Freude hat, wenn es ein bisschen magisch daherkommt? Unbedingt, ich bin schon ein bisschen romantisch und finde das eine geniale Sache. Ich habe eine riesen Freude, dass ihr alle da sind. Danke vielmals. Danke, geht natürlich auch zurück. Schön, dass wir da sein dürfen. Und du darfst das Konzert aus nächster Nähe geniessen, aber natürlich mit Maske. Super, viel Spaß. Merci vielmals. Danke vielmals, der Jörg Arnold, der da ist. Und jetzt geht es los mit dem Konzert. Also macht es bequem daheim und wir brauchen unsere Pink Ribbon Band. Und die holen wir auf die Bühne und ich sage jetzt mal, den Techniker, die da sind, die dürfen ein bisschen Applaus geben, dann tönt es noch viel, viel schöner. Ladies first, am Bass, Lisa Scannell. Dann haben wir an den Drums, der Felix Zindel. Am Piano, der Greg Galli und Mark Portmann an der Gitarre. Installiert euch schon mal, das ist super. Und jetzt fehlen natürlich noch die, die die tollen Stimmen dazu bieten, zu dieser Musik, die von diesen fantastischen Musikerinnen und Musikern geboten wird. Also, auch dort, Ladies first, wir haben Tiziana Gulino, Linda Fäh, dann haben wir Tronja Katzmann und Bo Katzmann und last but not least, der Jesse Rich. Und dann sind wir schon fast komplett. Wie der weit, wo der weit. So machen wir das. Und ja, wenn ihr alle euer Plätzchen gefunden habt, dann mache ich die Bühne frei. Jetzt also daheim richtig laut aufdrehen und geniessen. Es wird vorweihnachtlich, es wird adventsmässig und es wird wunderschön. Los geht's mit einem Lied, das wir schon ein paar Mal auf der Bühne gesungen haben, auch ganz am Anfang vom Lockdown. Und es zeigt eigentlich und sagt auch alles mit ein paar wunderschönen Zielen und einer wunderschönen Melodie. Es heisst nämlich «Zusammen sind wir stärker». Viel Vergnügen mit dem Streaming-Konzert. Wenn wir zusammen stark sind, singen wir die Melodie. Wenn wir nicht aufgeben, hoffnungsvoll sind und ich. Wenn wir zusammen Kraft haben, mutig sind auf unserem Weg, unserem Weg. Weil wir
zusammen mehr könnt erreichen da auf dieser Welt. Unsere Augen nicht verschliessen und das Licht sehen am Himmelszelt. Wir hören nicht auf Kämpfen, es ist unsere Zeit. Wir glauben dran, wir glauben dran. And we will sing with you. Zusammen sind wir stärker, stell für Kraft nicht um. Wir glauben dran, wir glauben dran. And we will sing with you. Zusammen sind wir stärker, sterben die Hoffnung durch und durch. Zusammen sind wir stärker, tragen das Glück in unser Herz. Wenn alles weitergeht, glosten wir hier und vertreiben all den Schmerz. Merci viel, viel mal unseren tollen Botschaften, meinen Kollegen, engen Freunden mittlerweile. Es freut mich unheimlich, heute dürfen, hier zu sein, endlich wieder mal mit so tollen Musikern dürfen, auf der Bühne zu stehen. Nur dir daheim fehlt uns hier definitiv, aber wir freuen uns, euch ein paar warme, liebe, herzerfüllte Töne heimzubringen, in die Stube, auf das Sofa, bei einem feinen Glühwein oder wie auch immer. Der nächste Song ist ein Song, den ich extra für diese Weihnachtszeit geschrieben habe. Weil für mich ist Weihnachten zusammenkommen, zusammen sein und sich ein bisschen erzählen, wie das Jahr so gelaufen ist. Und ich glaube, diese Weihnachten haben wir definitiv etwas zu erzählen, weil dieses Jahr ist extrem viel gelaufen. Der Song heisst «Schön, dass es dich gibt» und in dem Sinne auch «Schön, dass es euch gibt». Zeit vergeht schnell und wir schauen zu. Auf all das, was wir zusammen haben erlebt. Draussen wird es hell, doch wir sind nicht müde. Nach all diesen Jahren hat es zwischen uns immer gehabt. Du bist dann weg, doch jetzt bist du wieder da. Es ist, als wäre die Zeit einfach so bleiben stehen. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Erzähl mir, was du lebst. Für einen kleinen Moment. Und wir nehmen uns Zeit. Viel zu lang ist es her. Es ist so schön, dass es dir geht.
für alle Ewigkeit. Es ist anders gekommen und es hat den Weg gedreht, so wie es halt manchmal im Leben so geht. Du bist dann weg, doch jetzt bist du wieder da. Es ist als wäre ich seit einfach so bleiben stehen. Es ist schön. Merci vielmals. Für den nächsten Song würde ich gerne eine ganz, ganz wunderbare Sängerin auf die Bühne bitten. Und super Freundin, Tiziana, komm zu mir. Dankeschön. It's the wheel of fortune.
Danke vielmals. Merci euch. Das ist, wenn die Musiker live spielen, passiert das. Ich freue mich sehr auf den nächsten Song, der heisst Control. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit recht auch ein Thema bei uns allen. Wir haben das Gefühl, wir haben Kontrolle über die Situation und man weiß nicht recht, was sollen wir jetzt und was ist richtig, was ist falsch. Ich glaube, wir können das gut mit dieser Zeit verbinden und versuchen für uns einen richtigen Weg zu finden. Immer achtend auf alle unsere Mitmenschen, weil ich glaube, wir müssen das miteinander pflegen und allein kommen wir eh nicht weiter. Control. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. 'Cause even though I know it's been forever, I can still feel this bit. Hurts when I remember and I never want to feel it again. Get it, 'cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'll understand. It's common that I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets cut. Even though I'm older now and I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand.
control. Merci vielmal. Dankeschön. Merci. Ich darf jetzt zwei wunderbare Künstler ansagen, die euch mit einem Lied werden bereichern, wo ihr sicher euch einen Moment Zeit nehmen und runterfahren und eure Augen zumachen und einfach geniessen. Und ich freue mich extrem auf die Linda Fain und den Jesse. Merci. Angel, may you find
Danke vielmals meinem lieben Freund Jesse Rich für das wunderschöne Duett. Einer von meinen absoluten Lieblingssongs, ich glaube, seit ich denken kann und seit ich singe sowieso. Und der nächste Song, den ich für euch mitgebracht habe, das ist ein Song, der es aus der früheren DDR bis zu uns geschafft hat, und zwar schon vor langer Zeit. Ein Song, der eine wahnsinnige Geschichte dahinter ist. Und ich glaube, der Song kommt in dem besonderen Jahr, wo wir uns drin befinden, nochmal ganz eine neue Bedeutung über. Ich glaube, wir haben alle irgendwie gelernt, zu verzichten, oder was es heisst, zu verzichten dieses Jahr. Darum habe ich gefunden, er passt wunderbar in das Adventskonzert. Über sieben Brücken musst du gehen. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch Danke vielmals. So, und jetzt hoffe ich, seid ihr bereit für ein bisschen Christmas-Sound bei euch daheim in der Stube. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt ein ganz spezielles Duo hier auf der Bühne begrüßen, nämlich mit der richtig fetzigen Weihnachtsmusik. Herzlich willkommen, das ist der Bo Katzmann und Ronja.
Ja, auch wir freuen uns riesig, dürfen wir heute hier sein bei diesem wunderbaren Pink Ribbon Event und ein bisschen weihnachtliche Musik zu euch heim direkt in die Stube bringen. Wir haben zwei fröhliche amerikanische Christmas-Songs für euch mitgebracht. Und weil es für uns im Moment leider keinen Schnee hat, möchten wir euch wenigstens gedanklich ein bisschen in eine glitzernde Winterwunderlandschaft entführen mit dem Song Winter Wonderland. Here we go. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away, here's the bluebird. Here to stay, here's a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we lay by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. All right, here we go, take over. Snowman and pretend that he is passing round. He'll say, I am Mary, we'll say no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Ja, und wenn wir jetzt daheim so allmählich immer wieder tiefer ins Sofa hineinsinken, haben wir jetzt ein Lied für euch, wo euch wieder ein bisschen hochlüpft. Und man kann es auch tanzen. Wie wäre das, wenn ihr jetzt wieder aufschaut und daheim ein bisschen für euch mit uns zusammen ein Tänzchen aufführt mit dem lustigen Song Rocking Around the Christmas Tree? Spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in a new old-fashioned way. Party hop.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende von diesem wunderbaren Pink Ribbon Konzert. Und von diesem allerletzten Song möchten wir gerne nochmal alle wunderbaren Sängerinnen und Sängerinnen auf die Bühne holen. Und wir möchten euch nochmal so richtig mit einem richtigen Christmas Song in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. So. Hier ist der wunderschöne Song mit allen Ambassadoren Last Christmas. Distance, but you still catch my eye. Do you know me? Well, it's been the year. I know it's all the time of year. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. You tore me apart. Hey, now I found a real love. You'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas der Weihnachtsklassiker Last Christmas von Wham. Ich komme irgendwo dazu. Stört ihr ein bisschen nachher? Stört ihr ein bisschen mit dem Boden? Das ist okay. Okay. Es ist okay. Wunderbar. Ja, grossartig, euch auf der Bühne zu sehen und vor allem zu hören. Ihr habt selber schon gesagt, dieses Jahr nicht so viele Chancen gehabt für einen Auftritt in Tiana. Wie ist es dir gegangen dieses Jahr? Wie viele hast du auf der Bühne stehen mit einer Liveband spielen? Sehr wenig. Sehr wenig tatsächlich. Ich war mehr in der Pflege. Ich habe dieses Jahr mehr auf der anderen Seite von meinem Berufsleben zu tun gehabt, bin ich ehrlich. Aber man hat mich auch gebraucht. Darum, von dem her Ende Jahr kann ich sagen, es war gut,
bin ich dort, ja. Doppelt wichtig natürlich, danke für den Einsatz. Linda, ich habe so eingangs gesagt, zusammen sind wir stärker, so haben wir angefangen. Und ich glaube, gerade als der Lockdown war, hat das Lied auch eine wichtige Funktion gehabt. Jetzt stehen wir wieder da in der Adventszeit und haben wieder zusammen sind wir stärker gesungen. Also irgendwie schließt sich der Kreis. Du, ich komme gerade Hühnerhaut über, wenn ich jetzt gerade wieder an den Moment denke. Du sagst es genau richtig, Sven. Also im März, als der Lockdown gekommen ist, mag ich mich an den allerersten Auftritt erinnern. Mit dem Song «Zusammen sind wir stärker» bei mir auf meiner Terrasse habe ich mich gefilmt und einen Livestream gemacht, wie alle anderen Ambassadors auch und die Leute hier auch. Also eine mega coole Pink Ribbon Schweiz Aktion gewesen, die so unter die Haut gegangen ist. Und jetzt heute das allerletzte Konzert von diesem Jahr, eines der wenigen, wo wir wieder da sind und wieder «Zusammen sind wir stärker» singen und wieder für Pink Ribbon ein Konzert geben dürfen. Also ein Dank wirklich auch an die Organisation, die es uns ermöglicht hat, gleich noch ein bisschen Musik zu machen dieses Jahr und ein bisschen Kraft die Hause spenden und schenken. Definitiv. Ein, wie du sagst, Hühnerhaut-Moment natürlich, wo uns alle irgendwie betrifft und auch betroffen macht. Jesse, wie setzt du dich ein? Warum ist es dir wichtig, im Kampf gegen Brustkrebs auch ein Zeichen zu setzen? Du drehst auch die pinke Schlaufe und hast gesagt, ja, ich bin gerne Botschafter. Warum ist das ein wichtiger Teil von deiner Arbeit? Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie manches Jahr ich dabei bin. Ich bin angesteckt worden eigentlich vom Curtis Burger, der seit Jahren Ambassador ist. Und er hat gesagt, komm mit, schau dir an, was die Organisation macht. Und ich habe gefunden, ja, wieso eigentlich nicht? Mit Musik kannst du einfach so viele Leute erreichen. Und gerade auch junge Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, dass der Brustkrebs immer noch so gefährlich ist und immer noch so viele Leute daran sterben. Und ich habe gefunden, mit Musik erreichst du Leute und dann musst du etwas Gutes machen. Und darum ja, habe ich auch Freude dafür dabei sein, seit Jahren. Ja, danke auch dir, Jesse. Und last but not least, Bo und Ronja natürlich. Bo, du bist seit x Jahren auf der Bühne. Ich glaube, so ein Jahr wie das hast du auch noch nicht erlebt, oder? Nein, das ist ein spezielles Jahr. Und darum freue ich mich, wie es die anderen schon gesagt haben, dass wir jetzt Ende Jahr wenigstens einmal auf die Bühne stehen können und ein bisschen abrocken. Und wir haben dieses Jahr halt auch keine Auftritte gehabt. Dafür habe ich mit Ronja zusammen ein wunderbares neues Album aus dem Boden gestampft. Und es ist so ein Folk-Country-Pop-Album geworden. Und wir haben uns jetzt einfach mit dem gefreut, dass wir vor Publikum gehen können. Und wir müssen es ein bisschen verschieben. Das muss man ein bisschen rausschieben, das ist vielen so gegangen, Ronja. Aber auch dir setzt euch ein im Kampf natürlich gegen Brustkrebs. Auch dir ist es wichtig, oder Ronja? Auf jeden Fall. Also wir haben auch in der Familie sehr viele betroffene Leute. Und Krebs ist einfach so etwas Aggressives und Omnipräsenz. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass wir uns dafür einsetzen. Und auch eben einfach, dass wir eben zusammen stark sind und zusammenheben, jetzt auch in dieser schwierigen Covid-Zeit. Und auch wenn wir viel allein daheim sind und einsam sind, dass wir wirklich, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind mit euch. Und wir haben jetzt sehr Freude gehabt, dass wir musikalisch zu euch heimbringen. Ich schließe mich dieser Freude an und dem Dank natürlich euch hier auf der Bühne ganz vorne. Tiziana, Linda, Jesse, Ronja und Bo. Also grossartig, dass ihr euch einsetzt. A, im Kampf gegen Brustkrebs und B, auch immer Zeit nehmt, wenn es so Anlässe gibt wie der hier. Aber wir vor auf der Bühne wären nicht ohne die etwas weiter hinten dran. Und darum nochmal ein ganz grosser Dank an die ganze Band, die da ist. Wir verneigen uns auch vor euch nochmal. Der Felix Zindel, Drums, Lisa Scannell am Bass, der Greg Galli am Piano hier bei mir und der Marc Portmann an der Gitarre. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Aber der Dank geht noch weiter. Ohne das WIC-Team, Technik-Team, hätten wir diesen Stream gar nicht so machen können. Der Ben hat uns an der Kamera unterstützt. Selbstverständlich das ganze Team um Jörg Arnold vom Hotel wieder hier im Herzen von der Stadt Zürich. Danke vielmals ihm und dem Team, dass wir hier unsere Bühne dürfen aufstellen und allen anderen fleissigen Helferinnen und Helfern, die schlussendlich den Anlass hier möglich gemacht haben. Also der Dank geht an euch oder auf dem Sofa oder wo auch immer ihr jetzt zugeschaut habt. Wir haben einfach einen Wunsch. Bleibt gesund, habt eine ganz schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und ein ganz gutes 2021. Hoffentlich eins, das mit grossen Schritten wieder zurück in die Normalität geht. In diesem Sinne, danke nochmal im Namen von allen. Gute Zeit, gesund bleiben und hoffentlich bis bald. Tschüss miteinander. Zusammen sind wir stark.